Und schon sitze ich hier bei der Gudi mitten im Geschehnis, bei der Hubertus Analytik. Hi Gudi, schön, dass ich zu euch kommen darf. Ja, ich sage danke für den Besuch. Was mich jetzt zuerst oder unsere Zuschauer vielleicht mal kurz interessiert, woraus ist Hubertus entstanden? Wie lange gibt es euch? Die Hubertus Analytik gibt es seit 2019 und wir sind ein Labor von der Hubertus Apotheke. Ah. Ja, genau. Unser Geschäftsführer ist eben der Herr Dr. Schantl. Und seit 2019 gibt es uns. Und wir haben ganz klein angefangen, sind dann immer größer und größer geworden und dann sind wir wieder ein bisschen kleiner geworden. Okay, warum? Genau, ja, weil eben ein paar Leute wieder gegangen sind und zu größeren Firmen gegangen sind. Okay. Und ja, genau. Und ihr seid jetzt wie viel im Unternehmen bei euch? Jetzt sind wir zu fünft. Okay. Ja, und jetzt habe ich im Februar die Laborleitung übernommen. Super. Und genau, und jetzt tun wir alles ein bisschen erweitern und umkrempeln. Okay, und also ein neuer Start, neuer Aufbau. Ja, genau. Ja, warum ich heute hier bin, weißt du ja. Ich habe verschiedenste Fragen an euch. Vielleicht können wir auch nicht alle ganz so beantworten, aber es geht hier um eure Sicherheit und was ihr eigentlich so in den Blüten drin habt. Ja? Und das versuchen wir heute mal ein bisschen rauszufinden. Ja, genau. Da sind wir die Spezialisten. Genau. Jetzt erstmal eine Anfangsfrage. Gerade so an Giften, Verunreinigungen, gibt es eigentlich viele Anfragen oder eher wenig? Na, also bei uns gibt es nicht so viele Anfragen, weil wir mit dem gar nicht wirklich werben. Also wir haben ja unsere anonyme Hanfcheckbox und bei uns sind eher die Kunden, die wissen wollen, was ist in der Blüte, aber einfach nicht namentlich irgendwo erscheinen wollen. Das ist für unsere Kunden sehr spannend, aber wie dieses HHC bei uns aufgekommen ist, da war die Anfrage da, aber ich muss trotzdem sagen, sehr gering. Okay. Also die Leute haben das nicht wirklich hinterfragt. Mhm. Ja. Also Leute, man kann das also machen, ja. Es fehlt einfach nur die Nachfrage. Also wenn ihr mal wissen wollt, was hat euch da irgendeiner angedreht oder ihr seid euch nicht so sicher, es geht schließlich hier um eure Gesundheit, dann versucht's mal, schickt's mal ein und dann könnt ihr dem richtig was erzählen. Genau, nur da möchte ich unbedingt darauf hinweisen, die Analysemethode ist enorm wichtig, also welche Gerätschaften werden verwendet. Das ist total wichtig, weil es machen manche Analysenlabore nur mit HPLC und das Ergebnis ist nicht aussagekräftig. Das ist total wichtig. Es was muss ist HPLC? GC, High Pressure Liquid Chromatography. Okay. Ja, genau. Und es ist ganz wichtig, dass das mit Gaschromatographie und einer nachgeschalteten MS, also Massenspektrometrie, gemacht wird. Das ist total wichtig. Also auch wenn es irgendwo anders mal testen lässt, auf jeden Fall auf sowas achten. Es gibt halt auch viele Scharlatane in der Richtung. Gut, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Ja. Ja, jetzt sind wir in den Innereien des Labors sozusagen, da wo sonst keiner hinkommt. Und ich sage euch, wir haben uns extra schick gemacht übrigens für euch hier. Ja. Da steht eine Waage, ja, die wird sich jeder Grower wünschen, sage ich euch. Schaut euch das Ding an, ja. Dann biegen wir mal ein. Öffnen wir die Tür. Wow. Also per Hand geht das Ding offen und dann wiegt ihr also erstmal die Ware, die hier reinkommt. Genau. Feinste Technik. Also die ist auch deswegen hinter Glas, damit die nicht kontaminiert wird, oder? Ja, da geht es gar nicht darum, sondern da geht es darum, dass das eine total genaue Einwaage sein soll. Ja. Und mit diesem Glas Gehäuse, da hat man keinen Luftzug und nichts. Okay. Und dann hat man eine sehr genaue Einwaage. Ich dachte, dass manche Mundgeruch haben, dass dann Leute zukommt. Oder? Ja, das macht unsere Probe jetzt zu voll. Kann man eigentlich sagen, von den ganzen 100%, die bei euch Blüten einschicken, kann man da eigentlich sagen, gibt es mehr Händler, die ihre Ware testen lassen oder mehr Konsumer? Ich würde jetzt einmal sagen, mehr Händler, vor allem viele Bauern, die halt den Hanf, vor allem im Oktober und so, wenn sie ernten oder September, kommt halt immer drauf an. Ja. Die schicken uns ganz viele Proben, weil die ja auch immer schauen müssen, von Tag zu Tag eigentlich, wo stehen wir, gell, mit unserer ganzen Cannabinoid-Zusammensetzung. Mhm. Kunden haben wir, also so für diese Homegrower, haben wir auch einige mittlerweile, eben weil es anonym ist in unserem Fall. Mhm. Aber es tendiert schon eher Richtung Händler und Bauern. Ja. Okay. Aber es wäre für euch auf jeden Fall auch schön, wenn sich mehr End-User bei euch eigentlich ihre Sicherheit abholen würden. Ja, vor allem
ich frage mich das Öfteren, woher wissen die, wo sie stehen? Genau. Ja, und das ist, also mich würde es interessieren, wie stark ist das eigentlich, was sie da brauchen? Ja. Gibt es eigentlich jetzt als für ambitionierte Grower bei euch sowas wie ein Jahresabo, wo man eventuell was günstiger bekommen kann? Ja, wir haben Pakete. Mhm. Da fangen wir an mit 5 Proben, 20 Proben, 50 okay. Proben und 100 Proben. Und je nachdem staffelt sich halt der Preis und je nachdem wird es dann günstiger. Super. Ja, genau. Ja. Also, wenn ihr mehrere Ernten im Jahr habt, genau. Dann würde ich mir das ausrechnen. Also ich würde es tun, weil ich tue es ja. Ja. Und ich finde es immer ganz wichtig zu wissen, was haben unsere Blüten. Ja. Und da können wir wahrscheinlich auch noch was ganz anderes testen lassen in Zukunft. Ja, danke dir. Das danke, Michi. Oh, danke. Danke, danke. Und das ist so eine Box, wo die Leute es einschicken, ne? Genau, das ist unsere Hanfsteckbox. Das ist nur das Außenleben von dieser Box. Da haben wir auch noch ein Innenleben. Mhm. Und, das ist eine Anleitung zum Probenversand ist das. Okay. Und in der Box drinnen haben wir dann eben die Spritze und den Probensack, okay. Wo man das eben hineingeben kann. Das ist eben die Spritze. Also Spritze ist so für Extrakte oder Flüssigkeiten? Genau, für Extrakte, Öle. Mhm. Genau. Dann haben wir da unser Säckchen, wo man die Blüten oder Pollinat oder was auch immer hineingeben kann. Und weil sie ja anonym ist, die Box, gell, haben wir da eben unseren Code. Ah. Das ist eben dieser Probencode. Und da haben wir ein Kärtchen dabei, das ist dann eben für die Kunden, wo man dann mit Hilfe von diesem Code auf unserer Homepage das Analysenzertifikat abrufen kann. Also man braucht wirklich nirgendwo seinen Namen oder irgendwas einzugeben. Genau. Gar nichts. Und da steht eben Hubertus Analytik oben. Da braucht man nichts draufschreiben. Man macht das mit einem Sicherheitsetikett genau zu und fertig. Super. Genau. Und wenn die Probe einmal verschwinden sollte, dann schickt man einfach nur einmal. Oder also das ist immer kein Problem. Habt ihr gut durchdacht. Ja, absolut durchdacht. Ja. Das ist unser Baby. Ja, das ist unser Baby. Ja. Wir haben eine große Freude damit, weil es auch angenommen wird. Gell? Was mich noch ganz brennend interessieren würde, und zwar, hier kommen ja jeden Tag wahrscheinlich hunderte von Tests an, ich kann das schlecht einschätzen. Und ihr dürft ja auch nichts dazu sagen. Ihr schickt ja anonym, kommen die Sachen teilweise, beziehungsweise schickt ihr ja anonym die Sachen auch weiter. Genau. Aber ihr seht ja trotzdem Ergebnisse eigentlich. Gibt es da sehr viel Waren, jetzt vielleicht auch in Prozentzahlen, wo man sagen sollte, die sollte man nicht in Verkehr bringen? Also ich sage einmal, über die Jahre ist es um einiges besser geworden, was wir also sehen. Gell? Mhm. Man hat schon das Gefühl, dass die Produzenten wirklich auch darauf bedacht sind, dass das, was draufsteht, sie auch drin haben. Mhm. Schon auch faszinierend, ab und zu bekommen wir Proben, wo dann steht 15% CBD-Öl und das sind wirklich die 15% drin. Okay. Gell? Und wir aber haben, selten, oder? Nein, es ist gar nicht mal so selten. Okay. Also wir haben da schon echt viele Proben dabei, die wirklich top sind. Ja? Und super. Wir haben auch ganz viele Bauern, die selbst Öle herstellen. Mhm. Unglaublich. Also es ist echt, für die kann ich wirklich nur sprechen, die leisten wahnsinnig gute Arbeit. Ja, das und faszinierend. Viele. Gell? Wir haben aber auch Kunden, die nehmen auch Öl, das war sehr billig, und nehmen das und nehmen das und nehmen das und das stellt sich aber keine Wirkung ein. Gell? Aha. Und dann geben die das Öl bei uns ab und dann stellen wir halt auch fest, dass das da auch keine Wirkung geben kann. Okay. Gell? Also könnte ich eigentlich mein Gießwasser bei euch testen lassen? Ja, das kann man bei uns auch testen lassen, genau, weil wir machen eine Trinkwasseranalytik. Mhm. Das ist eh in naher Zukunft, dass wir so eine kleine Gießwasserbox dann zur Verfügung stellen, wo man das Wasser eben testen kann. Schön. Und wo man dann auch den Dünger und so anpassen kann. Mhm. Super. Das ist nämlich auch eine gute Sache, wo viele Homegrower ja nicht mit klarkommen oder ihre Sicherheit brauchen. Und wie hoch ist eigentlich, oder kann man sagen, wie hoch der Anteil ist zwischen CBD und THC-Blüten? Gibt's? Ja, also die Tendenz ist deutlich Richtung CBD. Okay. THC-Proben kriegen wir dann eher von den anonymen Hanfsteckboxen. Mhm. Wobei wir haben auch teilweise Produzenten, die eben Dronabinol herstellen und wissen wollen, wo sie rumherum sind. Gell? Ja. Oder bei den Extrakte. Das ist auch, wenn sie das dann, keine Ahnung, für Zäpfchen oder so nehmen. Ja. Also das interessiert die Leute schon auch, aber es ist schon eher CBD. Okay. Und was wir über die Jahre jetzt mitgekriegt haben, es geht auch Richtung CBG. Ah, okay. Ja, also die. Und merkt ihr jetzt schon sowas, wie es wird mehr in Deutschland über THC gesprochen, dass dann da auch eine Steigerung ist? Oder, oder merkt ihr das noch nicht? Nein, das merkt man mir überhaupt noch nicht. Nein, weil bei uns in Österreich ist ja alles noch sehr stark. Ja, okay.
Also das merkt man mir noch nicht so. Okay. Was wir schon merken, ist, dass der DHC-Gehalt höher wird. Okay. Ja, also das merkt man schon. Also es ist keine Saga, das ist wirklich so. Ja, also weil ich als Patient, ich merke das ja nicht wirklich. Ja. Und andere sagen, oh, die werden immer stärker und man selber kann das so gar nicht nachvollziehen. Ja, ja. Also wir sehen es halt an die Prozente, dass die stärker werden, aber es geht schon Richtung aufwärts. Okay. Ja. Was ist das Höchste, was ihr mal an THC in einer Blüte in Österreich festgestellt habt? Das war bei uns ungefähr, es waren 27%. Oh, das ist schon eine gute Nummer. Ja, das war schon zu schlecht. Ja. Das war schon ein bisschen gejubelt. So, jetzt stehen wir vor so einer ganz interessanten Plasmamaschine. Wie heißt die noch? ICP-OES, induktiv gekoppeltes Plasma ist das. Okay. Genau. Hört sich kompliziert an. Sieht auch irgendwie heftig aus, die Maschine. Was macht die genau? Da können wir die Schwermetalle analysieren, eben in Trinkwasser und in unseren Hanfproben. Mhm. Und wir weisen zum Beispiel Blei, Arsen, Cadmium, Quecksilber. Okay. Das sind eben die wichtigsten Komponenten eigentlich. Also früher konnte man mit Arsen noch die Leute so, aber das kann jetzt nachgewiesen werden. Genau, jetzt können wir es nachweisen. Genau. Das ist blöd. Ja. Was sind eigentlich so die meistgefundenen Startstoffe bei euch so in den Blüten? Kann man das sagen überhaupt? Nein, eigentlich nicht. Also normal checkt man das ja ein bisschen mit der Pestizidanalytik, gell? Aber das machen wir ja nicht. Okay. Aber die Pestizide, glaube ich, sind eigentlich das Schlimmste, was in der Blüte, glaube ich, auch zu finden ist. Gell? Ja. Naja, und ich meine, Blei ist auch nicht unbedingt gut, also das können wir schon nachweisen. Was ist mit Läusekot? Oder? Nein, das machen wir auch nicht. Okay. Nein, Läusekot machen wir auch nicht. Nein. Aber das probieren wir jetzt eben zu etablieren. Okay. Also das gehen wir jetzt in die nahe Zukunft an. So, man hört ja in Österreich immer wieder, dass Blüten mit Glas, mit Sand, mit den schlimmsten Sachen gestreckt werden, um Geld damit zu verdienen. Wurden bei euch schon mal Streckmittel in Blüten gefunden? Streckmittel in dem Sinn analysieren wir nicht, weil einfach die Nachfrage so gering ist, dass wir es nicht anbieten. Und so eine Methode zu etablieren, ist halt einfach unglaublich aufwendig. Aber wenn wir zum Beispiel die Blüte bekommen, wir haben schon ein bisschen das Gefühl, wie schwer so eine Blüte ist. Gell? Und wir merken das schon, wenn es zum Beispiel, was wir halt oft sehen, ist, wenn die Blüte klein ist, aber sehr schwer, dann können wir uns schon ausrechnen, dass irgendwas nicht passt. Gell? Aber da die Nachfrage das in unserem Fall ja nicht ist, gehen wir dem auch nicht nach. Aber man kriegt, aber das ist, die Leute wollen einfach nur wissen, wie ist der THC-Gehalt, wie ist der CBD-Gehalt. Ja, das muss ja einer bezahlen. Mhm. Ja. Genau, das ist eben, das ist alles sehr teuer von den Analysen her. Ja. Das sollte eigentlich vom Land beauftragt werden, sowas, um Land und Leute zu schützen. Ne? Genau, genau, vor allem mit den Schimmelpilz, also das ist halt auch ein bisschen ein Problem. Stellt ihr den auch damit fest, Schimmelpilz? Nein, mit dem nicht. Das muss man mit mikrobiologisch dann nachweisen, mit Platten. Was sind eigentlich so die gefährlichsten Schadstoffe, die man finden kann? Das sieht wahrscheinlich auch wieder jeder anders, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall die Pestizide oder eben der Schimmelpilz, weil den nimmt man ja doch, wenn man das raucht, in die Lunge auf und das ist ja nicht so gesund, wenn man die ganzen Sporen da drinnen hat und die Hitze tötet die ja nicht ab. Das glaube ich auch viele und das ist auch ihr Glaube. Schon mal Blei gefunden oder sowas? Blei haben wir schon gefunden, aber in sehr geringen Dosen. Gell? Man muss auch ehrlich sagen, Rauchen ist natürlich immer ein Risiko und es ist auch nicht gesundheitsfreundlich. Da weise ich jetzt noch mal drauf hin. Egal ob mit Schadstoffe oder ohne. Ja. Ja. Aber wenn man es raucht, dann sollte man sich zumindest sicher sein, was man raucht. Genau. Und wir merken halt auch, dass die Tendenz immer mehr in diese Richtung geht. Ich will wissen, was nehme ich da zu mir, was führe ich meinem Körper zu. Und die Leute fragen auch immer mehr nach dem größeren Analysenumfang. Mhm. Ja, also es kommt immer mehr. Ich muss da noch mal ein bisschen hängen bleiben. Ja. Was ist eigentlich so das Schlimmste oder Ekelhafteste, was ihr jemals so gefunden habt? Also das Ekelhafteste war tatsächlich, wir haben riesengroße Kartons mit Proben gekriegt. Ja? Da waren aber keine Blüten mehr drauf, also das waren nur noch die Stängel mit den Blättern. Okay. Und die haben sie in riesengroße Kartons, total feucht, im Plastik noch eingepackt geschickt und die Probe war komplett verschimmelt. Oh. Also das war sehr ekelhaft, weil das stinkt dann auch. Und vor allem, wir müssen das ja im Labor aufmachen und das mögen wir eigentlich nicht so gern, weil das sind ja trotzdem Sporen, die da rumfliegen. Ja. Das war sehr ekelhaft. Und was man auch sagen muss, ab und zu stinken die Proben ein bisschen. Okay. Ja, also das riechen oft. Schickt euch die Polizei eigentlich auch was? Na.
Nein, die rufen ab und zu an. Aber die schicken nichts. Okay. Hätte ja sein können, weil oft werden ja die Proben bei der Polizei auch getestet. Vielleicht arbeiten die auch mit Analytik. Ja, nein, die arbeiten nicht mit uns zusammen, aber unser Chef ist Gutachter. Mhm. Ja, und der hat Gott sei Dank schon mal bei so einem richtig coolen Hanfbauern hat der noch einmal Gutachten gemacht. Wir haben die Proben analysiert. Der THC-Gehalt war wirklich unter dem Grenzwert. Und denen haben sie so viel Material einfach mal in die Asservatenkammer gestellt, haben das nicht mehr gekriegt und unser Chef hat sie dann da rausgeholt. Okay. Und dann haben die das von der Polizei dann nochmal analysiert und sind drauf gekommen, dass es doch nicht gepasst hat. Super. Ja, Gott sei Dank. Ja. Nein, weil die haben einfach gute Arbeit geleistet und es war einfach Schott. Ja, und für so einen Hanfbauer ist das ja Existenz. Ja, natürlich. Ihr wiegt das ab, ihr macht er ja wahrscheinlich mit Verdünnung, mit Flüssigkeiten und so weiter. Genau. Was macht ihr mit den Blüten, wenn ihr sie dann getestet habt? Wenn wir die getestet haben. Wo wird sich denn eingeraucht nach dem Feierabend? Nein. Nein, das dürfen wir ja natürlich nicht. Ja. Nein, wir kalten die Probe dann am Monat auf. Mhm. Einfach, dass wir ein Rückstellmuster haben. Mhm. Genau. Und dann wird die Probe nochmal gewogen, dann wird alles notiert und dann wird die Probe entsorgt. Okay. Genau. Da haben wir eigene Trommel. Verbrannt werden, vernichtet werden? Oder? Genau, die wird einfach mitgenommen. Also das ist so ein Suchtmittel, Entsorgung. Ja, Entsorgung. Ja. Ich melde mich an, ich bin neuer Suchtmittelvernichter. Ja. So, jetzt stehen wir schon hier bei der nächsten Maschine, die mir auch nichts sagt. Das ist die HPLC, da weisen wir die 11 Cannabinoide nach. Wenn die Probe eingeschickt wird, wird sie vorher aufbereitet und die Probenaufbereitung vollzogen. Und dann schmeißen wir sie da auf und dann wissen wir ganz genau, was in der Blüte, im Extrakt oder im Öl drinnen ist. Also ein ganz wichtiges Gerät sozusagen. Genau. Also einer eurer wichtigsten Geräte. Genau, genau. Eigentlich das Wichtigste für uns. Kann man eigentlich nochmal sagen, dass was hier bei euch so eingesendet wird, so jetzt persönlich, wenn ihr es überhaupt sagen dürft, wie viel kann man davon eigentlich in die Tonne hauen, wo man sagt, das sollte eigentlich besser gar nicht in Umlauf kommen? So können wir mir das ja gar nicht sagen. Gell? Wir kriegen die Probe. Wir haben da ja nie so wirklich irgendwie Etikett drauf oder was. Wir kriegen das meistens in Spritzen. Mhm. Und es ist so, dass die Kunden uns das schicken und wir wissen ja nicht, ist das das dann zum Verkauf oder nicht. Okay, ja. Also das können wir mir ja nicht sagen. Mhm. Aber ich muss sagen, über die Jahre finde ich, hat sich die Produktion stark entwickelt. Okay. Und die Hanfbauern, die sind echt total top drauf oder halt überhaupt die Produzenten, weil die schicken uns dann die Probe und da steht drauf 20% oder 15% oder 10%. Und das ist wirklich eine Punktlandung. Ja? Okay. Also es ist schon gewaltig. Mhm. Komisch, wie die das machen dann einfach so, oder? Nur durch Berechnung eigentlich? Nur oder? Durch Berechnung und durch Mischen und ja, und dann schicken die das uns. Aber was wir auch mitgekriegt haben, die schicken uns dann immer öfter. Ja? Also wenn sie es einmal nicht treffen, dann kriegen wir wirklich die gleiche Probe nochmal und schauen sie uns nochmal an. Und dann machen sie das Mischungsverhältnis einfach neu und dann passt das eigentlich. Wie sieht das eigentlich aus? Es gibt ja diesen sogenannten Entourage-Effekt. Könnt ihr eigentlich auch Terpene testen oder testet ihr die? Nein, Terpene testen wir noch nicht, weil wir das Gerät noch nicht haben. Okay. Dazu braucht man wieder diese GCMS, also Gaschromatographie Massenspektrometrie. Mhm. Machen wir noch nicht. Wir haben derzeit noch ein Partnerlabor, aber wir wollen das in naher Zukunft auch selbst analysieren. Ja, weil die Nachfrage einfach immer mehr und immer mehr wird und das Terpenprofil einfach total essentiell ist für die Wirkung. Ja. Also das heißt, ihr müsst wieder eine neue Anschaffung machen von teuren Gerät. Genau. Was das überhaupt kann. Ja? Genau, vor allem die Geräte sind sehr teuer. Ja. Und ich sag's jetzt mal frei raus, Leute, ihr könnt so eine Box nämlich sogar gewinnen und dass ihr die Hubertus Analytik mal testen könnt. Genau. Und was müssen die Leute dafür tun? Die Leute müssen uns einfach in den Kommentaren markieren. Okay, ganz einfach also. Und wir suchen dann den Gewinner raus. Also fleißig markieren. Also Terpene kann man ja oder könnt ihr noch nicht testen. Genau. Wie sieht es eigentlich aus mit künstlichen Cannabinoiden? Kann man die testen oder kann man das feststellen? Ja, die kann man schon testen. Also das kann man alles nachweisen, weil da gibt es ja unterschiedliche Streckmittel, was man zum Beispiel eben auf die Blüten draufsprüht. HHC, H4, CBD. Das ist ja alles synthetisch hergestellt. Nur braucht man halt das richtige Gerät. Das ist wieder eine GCMS. Okay. Genau, oder GC-FID, also gibt es unterschiedliche Detektoren, da mag ich gar nicht so genau ausholen. Ja, aber es kommt halt darauf an, einfach, dass man wirklich das richtige Gerät nimmt. Das ist ganz wichtig.
Ja, weil sonst ist das schwer zu differenzieren. Dann freuen wir uns schon auf die Zukunft. Ja. Nee, weil ja. Für mich wären Terpenprofile auf Chargen teilweise, also auch bei Cannabisblüten aus der Apotheke in Deutschland, findet man halt kein Terpenprofil. Und das ist für viele Leute immer wichtiger. Ja. Und von daher wäre es schön, wenn das natürlich getestet werden kann. Ja, richtig, ja. Ja. So, ein Ding hätte ich noch, und zwar, vielleicht kannst du mal kurz, oder können wir mal kurz, Resümee führen, wann und aus welchen Gründen sollte man eigentlich so einen Service von euch nutzen? Also, bei welchen Sachen sollte man das nutzen? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hanfbauer wäre, mhm, ja, und ich stelle Öle her oder Extrakte, dann wäre es mir persönlich sehr wichtig, dass ich weiß, wo ich immer bin mit meiner Blüte, in welchem Reifeprozess bin ich und wo liege ich mit dem THC-Gehalt. Weil denen ist es, was ich jetzt so mitkriege, total wichtig, den Kunden, dass sie den THC-Gehalt natürlich nicht überschreiten. Das wollen die ja nicht, die, ja, CBD-Öle anbieten. Und für die wird es ja nichts Schlimmeres geben, als wenn sie drüber wären. Weil dann können sie ja alles verwerfen. Und die machen das. Also die sind da voll dahinter, die holen auch wirklich teilweise so ein bisschen die Polizei und lassen das anschauen, okay, damit sie einfach nicht alles wegschmelzen müssen, sondern nur gewisse, mhm, Pflanzen. Dann, gell? Für das würde ich das nutzen. Dann, wenn ich Konsument bin, dann würde es mich persönlich auch interessieren, was konsumiere ich. Genau. Gell? Also das wäre mir dann schon auch wichtig. Und ja, also das... Wie wir schon gesagt haben, mit welchem Wasser dünge ich, könnte man eventuell, könnte einen auch interessieren, also nicht nur, was man trinkt, sondern, genau, was auch die Pflanzen trinken. Ja, das ist ganz wichtig, was die Pflanze trinkt, ne? Ja, weil dann kannst du halt den Dünger abstimmen, genau, auf das Trinkwasser, genau, oder halt das Gießwasser in dem Fall dann, ja, genau. Ja, auf jeden Fall sehr viel schöne neue Geräte und Sachen, die wir jetzt hier erfahren haben. Ja, ja. Ich würde sagen, wenn die Leute weitere Fragen haben, dann wendet euch einfach per E-Mail an die Hubertus Analytik. Die werden euch da sehr gerne weiterhelfen. Ja. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr eure Blüten mal hier testen lasst und uns dann vielleicht mehr Infos gibt über, was habt ihr da vielleicht für Streckmittel drin gehabt, wie sind eure Grows geworden. Ja, vielen Dank. Ja, ich sage Dankeschön. Bis die Tage. Ciao, tschüss, Baba.